Ja, schönen guten Abend erstmal an alle. Bevor ich schreibe, ja, Spiel starten. Also das dritte Mal, dass ich jetzt, nee, jetzt ist es tatsächlich das vierte Mal, dass ich versuche, das Spiel zu starten. Und ja. Mal gucken. Wir sind nun da, genau, Blacky. Richtig. So. Hm? Benutzername. Passwort. Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Da. Nein. So, ich switch mal rum, damit ihr das seht. So. Jetzt aber. Wie auf Ansage, Blacky. So, da sind wir. Tatsächlich, dann können wir die Musik ein bisschen leiser machen. Huch, nicht lauter, leiser bitte. So. Ja, das war da mal, ja, Volltreffer. So, ein bisschen später heute, aber ich bin ehrlich, ich, hab's nicht ganz auf die Reihe gekriegt. Katastrophenriss, grüß dich. Und an alle anderen natürlich, die da sind. Ja. Wir hatten ja gestern doch mal eine ganz interessante Geschichte, auch wenn nicht wirklich viel passiert ist, aber wir hatten wenigstens ein bisschen RP. Ja, wir haben uns in eine Streife reingesetzt und sind mit den Kollegen mal ein bisschen rumgefahren, haben mal so ein bisschen gemerkt oder mal geschaut, wie es bei denen so läuft. Und es war auf jeden Fall sehr interessant. Einfach mal so ein Feeling zu bekommen, wie die Herren und Damen vom PD arbeiten. Man da einfach mal einen Eindruck von hat. Einloggen, Zuschauerzahl abhängig. Okay. Ja. So, wir nehmen uns was zu trinken. Obwohl, das Trinken können wir, glaube ich, hier lassen. Wir können ja das Ding hier schon mal auspacken, glaube ich. Hier so ein Bucket-Menü. Gutes Timing, bin gerade vom Billard zurück. Ja, hoffentlich erfolgreich oder auf jeden Fall Spaß gehabt. Und ja, jetzt geht's weiter hoffentlich. Bin gespannt, was heute passiert. Wir haben ja gestern vier neue Akten gekriegt. Eine Sache darunter ist irgendwie ein Mordfall oder irgendwie so, wenn ich das richtig gesehen hatte. Bin es nur mal kurz überflogen, bin, wenn ich ehrlich bin. Soll ja ein GoNoPixel, wenn viel von den Zuschauern abhängt. Ja, okay. Ja, also ich habe mich jetzt noch nicht wirklich damit befasst, großartig. Wir werden uns heute mal die ein oder andere Akte mal anschauen, wenn wir dann im Dienst sind. Gucken dann mal, ob wir da vielleicht schon mal irgendwas anfangen. Der Mordfall, der... Oder auf jeden Fall dieser Tötungsdelikt, müssen wir ja sagen. Dann noch kein Mord. Wir wissen dazu natürlich noch zu wenig. Ja, schauen wir da mal, was da so wirklich passiert ist. Aber dazu fahren wir dann erstmal los, um in den Dienst zu kommen, ne? Naja, hochmotiviert, aber unbegabt. Ja, kenne ich irgendwo. Also Billard, bin ich ehrlich, ist nicht so meins gewesen in der Vergangenheit. Ich habe schon einige Tische, glaube ich, mehr oder weniger misshandelt. Konnten dann neu bezogen werden, glaube ich. Nennt man das so? Zieht man die Tische? Ich glaube, ja. Weil der Kö dann ja, mehr in dem Tisch stecken geblieben ist, als die Kugel zu treffen. Aber ich hatte tatsächlich einen Bekannten, der war so einer, der so eine Trickschüsse machen konnte. Also der hat das echt drauf gehabt. Aber man durfte natürlich jetzt nicht gegen ihn spielen. Das wäre immer ganz übel ausgegangen. Aber das war immer schön anzusehen, wie
also das, was man manchmal so im Fernsehen sieht, ja, wenn da irgendwelche Kugeln aufgestellt werden und dann, was weiß ich, die eine Kugel erst ankommt, wenn die anderen schon alle in den Löchern sind. Also so eine Sachen hat er echt hingekriegt. Er hatte da so 4, 5 Tricks so drauf mit den Kugeln. Und ja, schon ganz cool, wenn einer das gut drauf hat. Hauptsache, es macht Spaß. Wie bei allem. Ja. Aber ich bin halt so ein bisschen sportlich unterwegs, wenn es da um so eine Sachen geht. Ich versuche immer im oberen Mittelmaß zu sein. Das ist irgendwie so mein Ansporn. Ja, der Köbel blieb im Tisch stecken, eindeutig, zweideutig. Ja. Aber da sind wir schon wieder auf dem Level. Ja, obwohl wir gerade erst angefangen haben. Aber gut, ne? Also wir sehen, wir verstehen uns hier schon alle. Ja, und sind ein bisschen zügig unterwegs, merke ich. Bin ich hier heute hochmotiviert oder was ist das? So. Was haben wir denn hier? Autos. Alter Schwede. Ja, das müssen wir nochmal üben, oder? So, bevor ich es vergesse, einmal hier. Prost Kaffee auf euch, Leute. Auf das wir heute ein bisschen was erleben. Ein bisschen Fun haben und so, wir sind am Start. Der Kessel wird angeheizt, bedampft und es kann losgehen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht sollte mal Shalom in Midlife Crisis kommen. So ein Fahrrad würde auch dem Bauch gut tun, bei dem ganzen Fast Food. Was für ein Bauch? Ganz ehrlich, dafür gibt es doch Korsetts, oder? Okay. Na dann. Ja. Wie war das gestern mit der Weste? Das Jacket geht nicht mehr ganz zu oder so ähnlich. Ja. Die Weste war einfach zu dick. Da sind zu viele Stahlplatten drin. Weiß gar nicht, sind das eigentlich noch Stahlplatten? Oder ist das Keramik? Ich glaube, Keramik haben sie dann irgendwann mal rausgenommen, weil die Dinger gesplittert sind und durch die Splitter dann die Leute, die Träger der Weste dann mehr geschädigt worden sind. Auf jeden Fall war da mal irgendwas. Jetzt ist Kevlar? Sicher? Glaube nicht. Glaube nicht alle sind Kevlar. Kevlar teuer ist, oder? Echt, ja? Also okay, also die Dinger, die ich damals getragen habe, die haben 15 Kilo gewogen. Und alles andere sind keine wirklichen Schusswesten mehr, sondern eher Stichwesten. Na Bent! Na Bent! Alles gut bei Ihnen? Ja, selbstverständlich. Wie geht's ja, Ihnen? Alles, immer. Alles fit? Bei Ihnen? Ja, auch. Sehr schön, Professor. Das freut mich. Ja. Ein freundlicher Anwalt, das ist toll. Ein freundlicher Anwalt? Ja, also Staatsanwalt, aber trotzdem freundlich. Das ist der Unterschied. Sie sind Jurist und freundlich, das findet er schön. Ja.
Okay. Ja, ich kann auch anders, also. Ja, aber zu mir sind sie freundlich. Das ist der Hauptpunkt. Ja, solange sie mir nicht die irgendwas geben, unfreundlich zu sein, nö. Nee, habe ich dem Anwalt auch nicht gegeben. War trotzdem... Ein Anwalt? Herr Professor, ich habe eine Frage bezüglich Ihrer Anrede. Soll ich Sie mit Herr Professor anreden, mit Herr El Shalom? Oder? Also tatsächlich innerhalb der Behörde reicht mir das El Shalom. Okay. Aber nach außen hin, wenn natürlich irgendwie Verhöre sind oder so, dann der Titel bitte. Mhm, weil da nämlich lege ich Wert drauf, wenn wir da eine Befragung oder so haben, dass die Herrschaften mich mit dem Titel auch ansprechen. Ja. Ja, aber so innerhalb der Behörde alles gut. El Shalom reicht völlig aus. Wunderbar. Suchen Sie sich was aus, Herr Professor dann, El Shalom, dann was Ihnen leichter fällt. Auch, dann wäre das jetzt auch geklärt, sehr schön. Ja. Prof. El Shalom, finde ich gut. Ja, die Abkürzung. Wenn Sie da nicht noch einen Mediziner mit dran packen, dann passt das auch. Weil da habe ich nämlich gar keine Ahnung von. Ich hatte, glaube ich, meinen Schnupperkurs Medizin, aber das musste man einfach nur überlegen. Ich hatte auch mal einen Schnupperkurs Erste Hilfe. Ah ja, okay. Schnupperkurs Medizin, der Erste-Hilfe-Kurs von Führerschein. Ja, sehen Sie, hier im Start bin ich tatsächlich noch gar nicht dazu gekommen. Da muss ich mich auch mal ansetzen. Ja. Ja, ich habe ab und zu meine Schulung gehabt. Ich habe Ihnen erzählt, ich habe im Sicherheitsunternehmen gearbeitet. Da hat man immer Schulung gehabt, alle paar Monate. Ja, ich muss tatsächlich mir auch mal angewöhnen, diese Auffrischungssachen, wissen Sie. Naja, die machen. Man verlernt das auch einfach. Ja. Ja, die Herren, ich gehe mich mal anmelden und kommt wenn was sein sollte, ich bin da. Alles klar. Ja. Ja. Wunderbar. Tschüss. Ja. Oh. Keiner mehr da, oder was? Eigentlich kann man nicht wissen, da es verschiedene Arten von Westen gibt. Kevlar bei Stichwesten zum Beispiel und Schusswesten eine Kevlar-Keramikmischung. Ja, okay. Also doch noch Keramik mit drin. Ne? Ich hatte irgendwo mal... Aber das ist halt auch schon wirklich unglaublich lange her. Na gut, wenn jetzt hier keiner die Justiznummer hat, dann nehmen wir die doch einfach mal, ne? So, dann gucken wir mal. Gibt's was Neues? Hier irgendwas? Akten 14. Da haben wir schon wieder 8 Akten. Ja. Okay, aber ansonsten ist nichts weiteres mit bei. Dann gucken wir mal ganz kurz hier nach. El Shalom Mahmoud. So. Fallakten. Arbeiter. Gefährlicher Eingriff. Okay. Körperverletzung mit Gegenstand. Aha. Vortäuschung einer Straftat. Okay. Was? Blackwater ist Tatverdächtiger? Okay. Ah ja, da ist Beef am Laufen. Huch. Ich glaube, das ist die Schießbahn, oder? Ich hoffe es jedenfalls. So, Tathergang am 15.01. um 19.40 Uhr, also vor 3 Stunden ungefähr, oder? Ja. Mr. Jack kam. John Jack. Okay. Ja, dieses mit Nachname und dann Vorname, weiß ich nicht. Oh, schreib doch einfach den Vor- und Nachnamen hin. Da kommen sie selber wahrscheinlich schon immer durcheinander hier. Kam in das LSPD und gab eine Anzeige gegen Mr. Blackwater auf, wegen Vortäuschung einer Straftat. Ah ja, kann man ja mal machen, ne? Ich glaube, die beiden können sich nicht mehr riechen gerade. Ich habe gestern eine Anzeige gegen John Jack gestellt, wegen Nachstellung. Das habe ich im Sinne der Mitarbeiter des Department of Justice gemacht. Dennoch habe ich dies nicht als Department of Justice gemacht, da man das Department of Justice nicht nachstellen kann. Ich hatte Herrn James und Herrn Hooks gefragt, ob sie sich belästigt fühlten. Dies bejahten sie. Weshalb erstatten Sie Anzeige und gegen wen? Wer ist denn JJ? Achso, John Jack. Ja. Ich erstatte Anzeige gegen das Department of Justice, nämlich gegen Mr. Blackwater.
der unrichtigerweise am gestrigen Tag eine Anzeige gegen mich gefertigt hat. Dies erfüllt meiner Meinung nach den Tatbestand des Paragraphen 31 Penalcode, also dem Vortäuschen einer Straftat. Möchte hier ausdrücklich erwähnen, dass ich Anzeige gegen das Department of Justice erstatten möchte, da dieses als Behörde auch die Anzeige gegen mich gefertigt hat. Hierzu ist Mr. Blackwater aus meiner Sicht nicht berechtigt, da dieses Recht allein dem Attorney General zusteht. Respektive möchte ich Mr. Blackwater wegen Amtsmissbrauch anzeigen. Okay, ah ja. So, weswegen wurden Sie von Mr. Blackwater angezeigt? Er zeigte mich an wegen Nachstellung, da ich ihm ein Jobangebot als Anwalt in meiner Kanzlei gemacht habe. Dieser Tatbestand ist meines Erachtens vorgeschoben und nicht erfüllt. Es handelt sich also um das Vortäuschen einer Straftat. Wie oft haben Sie Mr. Blackwater wegen Jobangebots kontaktiert? Dies tut hier nicht zur Sache und deshalb möchte ich dazu auch keine Aussage machen. Okay. Oh ja, das kann, glaube ich, interessant werden, oder? Körperverletzung mit Rauschgift. Okay, wie macht man das denn? Spencer erhielt einen Anruf von Shen Lu Xiao. Miss Xiao fand sich selbst am Parkplatz von Yutul vor und hatte keinerlei Erinnerung, wie sie dorthin kam. Das letzte, woran sie sich erinnerte, war ein Getränk im Bahama Mamas. Fuhren sofort an, fanden die Dame auf und fuhren sie ins MD. Aha. Und seine Rauschgiftvergiftung aufzeigte. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Na, Bend. Guten Abend. Wie geht's Ihnen? Ja, gut. Und Ihnen? Ja, auch gut. Was lese ich denn da so Schönes gerade? Ja, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, Bruder. Oder weiß ich nicht, was sagt man dazu? Wir erklären das gleich. Ich muss ganz kurz machen Sie mal runter ins Auto. Machen Sie das. So. Okay, also die hat da wahrscheinlich irgendwas ins Getränk bekommen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Dame im Bahama K.O.-Tropfen zugefügt wurden. Das Blut des MD steht noch aus und wird der Akte hinzugefügt. Okay. Okay, gut. Das ist erstmal egal. Wir gucken uns mal die leichten, schnellen Fälle an von Shalom. Ne? Shalom. So. Mord. Körperverletzung mit Gegenstand. Das sind schon die neuen. So, gucken wir mal. Verkehrsunfall ist bei einem Geschichte. Das LMD war bereits mit Absicht in der Straße durch das Streifenfahrzeug. Es stellte sich heraus, dass bei dem Verkehrsunfall eine Person von einem PKW angefahren wurde. Die beteiligten Zeugen wurden durch Unfallhergang befragt. Ich bin um die Ecke gebogen. Ich habe zwei Personen gesehen, die über die Straße gehen. Habe erst von 50 Meilen pro abgebremst, als ich die zwei Personen über die Straße gehen gesehen habe. Da war ich bei ca. 30 Meilen. Dann bin ich weitergefahren mit 30 und eine Person kam hinter dem Lastwagen hervor. Diesen habe ich mit ca. 15 Meilen pro Stunde frontal erwischt. Habe halt gesehen, dass er rauskam und habe direkt abgebremst. Stand noch ein Stück hinter dem LKW und hat mich vermutlich nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Bin sofort ausgestiegen und habe erste Hilfe geleistet. Fahrzeughalter Gary King. Officer. Okay. Wir sind vorbeigefahren. Die Mule, die da vor uns steht, wollte wohl auch zu Americas. Der weiße Buffalo war wohl noch hinter uns. Wir sind dann über die Straße und der Herr in der Mule muss dann wohl ausgestiegen sein und über die Straße und die Dame muss ihn dann angefahren haben. Was? So. Ja. Ja, Herr Jack hatte mich angezeigt. Ja, das habe ich gelesen. Ja, haben Sie sich auch die Aussage von ihm durchgelesen? Ja. Ja, die ergibt irgendwie nicht so viel Sinn. Nur weil das in seinem Ermessen keinen, wie heißt denn die Straftat nochmal, Nachstellung ist, ist das ja noch lang kein Grund, jemanden anzuzeigen.
Naja gut, also ich kenne das aus der Vergangenheit tatsächlich so, dass Personen, die sowas machen, gerne eine Gegenanzeige erstatten, um einfach mehr oder weniger mild aus der Sache rauszukommen. Ja, das bringt ihm aber in dem Fall nicht viel. Naja, aber ein Versuch ist es seiner Meinung nach wahrscheinlich wert. Ja. So sieht es auf jeden Fall erstmal aus. Ja, also. Naja, ich habe das ja, also die Akte wird wahrscheinlich geschlossen, weil das, was ich ausgesagt habe, bringt halt die Akte einfach zum Schließen. Ja. Lena, grüß dich. Okay. Ja gut, aber er zeigt ja das Department of Justice auch nochmal an. Ja, das... Wenn ich das aus der Anzeige richtig lese. Das ist richtig, aber da gibt es ja keinen Grund zu. Das Department of Justice kann ihn ja nicht wegen Nachstellung anzeigen. Ja. Weil man kann das Department ja nicht nachstellen. Richtig. Ja gut, also das geht ja aus der... Ich kann im Namen der Mitarbeiter des Department of Justice Leute anzeigen. Ja, was soll ich jetzt erstmal sagen, Eska? Was ich ja auch in dem Fall gemacht habe, aber das läuft ja dann über mich privat und nicht über das DOJ. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich halt die beiden Sachen da gesehen und ja. Ja. So kann man auch Arbeit haben. Ja, natürlich. Ja. Schade, dass ich nicht suspendiert wurde. Sonst hätte ich jetzt noch eine Zivilklage gegen ihn eingereicht. Dass er mir schön einen Lohn bezahlen muss. Ja, und das ist nicht wenig, oder? Nee. Ja. Okay. Weil das wär tragisch. Also da könnte selbst das Department of Justice noch Zivilklage einreichen, weil... Ja, wir mussten ja jemanden einstellen, der die Arbeit übernimmt. Ja, richtig. Oder ja. Sullivan muss seine Tätigkeiten in Washington unterbrechen. Ja. Mr. Blackwater? Ja. Ich habe jetzt den Strafbefehl überarbeitet. Okay. Vielleicht, ich weiß nicht, ob da jetzt noch Fehler drin sind. Gut, alles klar. Wenn irgendwelche Aufgaben noch aufkommen, gerne melden. Ja, also sehe ich jetzt aktuell auch nicht, dass die Akte geschlossen wird, ja. Also auch er kann sie ja jetzt nicht einfach so schließen. Das ist ja ein Fall gegen ihn. So, gucken wir mal kurz weiter hier. Was haben wir denn hier noch? Jetzt haben wir nämlich den Überblick verloren gerade. Shalom. Das müssen wir nämlich im Auge behalten. Das gehört dazu, leider Gottes. Körperverletzung mit Gegenstand. So, das war das. War mit dem Autounfall, oder was? Ein Autounfall. Körperverletzung mit Gegenstand. Ja, das ist halt immer so, das ist echt eine kritische Geschichte, Blacky. Du sprichst das an. Eigentlich bin ich auch der Meinung, aber, naja. Ne? Eigentlich. Ja. So. Also, wie ist denn das so? Jetzt mal kurz zu dem Fall hier. Wir haben hier einen Verkehrsunfall. Ja, das ist eine Körperverletzung mit Gegenstand. Das muss ich gerade noch mal kurz mir das mal angucken hier. So, Körperverletzung. So. Also, hier haben wir tatsächlich jetzt genau den Paragraphen. Da ist die Schulung gar nicht so schlecht gewesen mit Vorsatz und Fahrlässigkeit, weil eine Straftat nur bestraft werden kann, wenn sie vorsätzlich begangen worden ist. Das hier scheint aber eher eine Fahrlässigkeit zu sein. Dementsprechend ist das keine Körperverletzung mit Gegenstand.
Ja, also ich sag mal so, prinzipiell ist das möglich. Ja, also wenn du zum Beispiel ein Auto nimmst und absichtlich jemanden überfährst, weil du das vorhast, also du nimmst das Fahrzeug als Gegenstand, um jemanden zu schädigen, das ist ja möglich, aber hier sieht das aus wie ein ganz normaler Verkehrsunfall. Der eine hat den anderen nicht gesehen und dann kam es zu einem Unfall. So. Und das ist jetzt erstmal nichts anderes als ja, ein Verkehrsunfall. Ja, hier ist jemand zu Schaden gekommen, aber Vorsatz und Fahrlässigkeit greift hier. Und da sagt halt das Gesetz, straffer macht sich nur, wer vorsätzlich handelt, außer die fahrlässige Begehung ist ausdrücklich unter Strafe gestellt. Fahrlässig handelt, wer im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den konkreten Umständen und nach seinen persönlichen Kenntnissen und Fähigkeiten verpflichtet und imstande ist. So, das bedeutet im Umkehrschluss. Das ist fahrlässig gewesen. Und demnach kann der Paragraph tatsächlich gar nicht genommen werden. So, ich habe den Literpost gemacht, damit die Leute kommen wegen dem Auto. Zuerst kamen die im weißen Baller, der hat da geparkt. Der rote LKW hat dann von vor dem Baller geparkt und der Fahrer ist vor dem LKW und dem Baller über die Straße. Wollte wohl hier rüber und die Dame im weißen Auto hat ihn dann wohl einfach nicht gesehen. Ich habe die Straße dann mit einem Auto abgesperrt, weil dann die ganzen Leute zu dem Herrn am Boden hin sind und ich nicht wollte, dass noch mehr passiert. Mr. Anastasios wurde als Geschädigter befragt, wollte Lieferung für den Port machen und habe das Posting für das Auto bei Americas gesehen. Das wollte ich mal anschauen und bin mit der Mule hingefahren. An der rechten Seite ist eine Parkbucht, da habe ich die Mule geparkt und wie immer abgeschlossen. Dann wollte ich loslaufen. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im MD war und die Ärztin und dass sie beide, gemeint A78 und Z12, bei mir im Zimmer waren. An mehr erinnere ich mich selbst nicht, sondern weiß nur aus Erzählungen anderer, dass ich auf dem Wagen der Dame gelandet bin. Da habe ich selbst nicht gesehen, nur das große weiße Auto, das hinter mir geparkt hat. Ich weiß, dass die Frau beim MD arbeitet. Sie war gestern Abend noch da, um sich zu entschuldigen. Ich erinnere mich ansonsten an nichts, nachdem ich die Mule abgesperrt habe. Okay, also. Das ist hier fahrlässig passiert. Und nicht vorsätzlich, demnach ist die Körperverletzung nicht zu bestrafen. Ich gucke jetzt nochmal nach, ob da eine Ausnahme ist bei der 41. 41 Körperverletzung. Wer eine andere Person misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird bestraft. Wer eine andere Person mit einer Waffe oder einem gefährlichen Werkzeug oder einem sonstigen gesundheitlichen Stoff körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird bestraft. So. Guzman Lumi, wo haben wir denn hier die Aussage von ihr? Na genau, das war die mit 15. Ding, okay. Achso, der Fahrzeughalter ist Gary King. Okay, nicht der Führer. Okay, aha. Dann haben wir das auch schon mal durch. Ein Unfall, bei dem Beschuldigte noch nicht einmal schuld ist, wenn ich richtig gelesen habe, dann ist der Fußgänger hinter einem LKW auf die Straße getreten, das machte im PKW gar nichts. Unfall, bei dem der Beschuldigte noch einmal nicht einmal schuld ist.
wenn ich richtig gelesen habe, dann ist der Fußgänger hinter einem LKW auf die Straße getreten. Da machst du im PKW gar nichts. Ja. Einem LKW, genau. Mir kommt das halt gerade so vor. Anwälte nicht willkommen. Keine Ahnung, Projekt ist merkwürdig. Ja, wie gesagt. Alles erstmal tiefenentspannt. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier erstmal den Fall durch. Und hier muss ich halt sagen, hier ist kein Vorsatz zu sehen. Das ist hier fahrlässig passiert. Demnach kann die Körperverletzung nicht geahndet werden. Und was hätten wir denn sonst noch? Ein Verkehrsunfall. Das wäre jetzt eigentlich nur noch eine zivilrechtliche Geschichte. Wie ist das im Real Life, wenn ich einen Verkehrsunfall mache und da jemanden körperlich, also wenn ich jemanden anfahre aus Versehen? Ist das eine Straftat? Kriege ich dann eine Anzeige wegen Körperverletzung? Ich glaube, du kriegst erstmal die Anzeige wegen der Körperverletzung, aber dann ist es einfach nur ein Verkehrsunfall, oder? Shalom macht einfach freier Anwalt und verklagt alle in Grund und Boden. Endlich mal Gerichts-RP. Ja. Würde ich ja auch gerne mal sehen. Gerichts-RP, muss ich ganz ehrlich gestehen. Egal, ich mache mir ein paar Brötchen und Mampfe erstmal. Poison, guten Hunger. So, jetzt ich überlege gerade. Ich denke jetzt mal laut. Also wie gesagt, eine Straftat ist es nicht, weil nicht vorsätzlich begangen. Muss ich erstmal was trinken. Weil nicht vorsätzlich begangen. Fahrlässig, ja. Puh. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt kommt der Punkt mit diesen ganzen ersten Dildo-Directus und, Dolus Directus hieß das, glaube ich. ersten Grades, zweiten Grades und fünften Grades oder so, keine Ahnung. Also ist das jetzt ein bedingter Vorsatz, weil er es einfach in Kauf nimmt, unvorsichtig zu fahren? Aber ich meine, laut Aussage ist die Person ja nicht unvorsichtig gefahren. Sie hat ja sogar die Geschwindigkeit gedrosselt. Aber nein. Also kann ich hier keinen Vorsatz sehen. Also ich sehe da jetzt kein Vorsatz. Geschwindigkeit reduziert, die Person rennt einfach auf die Straße, sie bremst auch noch ab und trifft ihn dann praktisch von 30 mit 15 ungefähr. Meine 15 Meilen, das ist aber trotzdem eigentlich relativ schnell, oder? Wenn man das umrechnet in km/h. Was sind da? Eine Meile ist 1,7 oder so, oder? 1,4? Ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Ist einfach 35 an die Polizei zahlen und Versicherung klären, alles wegen den Schäden. Von euch zahlt man... Ja, als Täter für den Polizeieinsatz. Ja, mal, Blecki, diese eventual vorsetzte Dinger, ich habe das aus meinem Kopf versucht zu verdrängen, ja, dieses Lateinische. Dolus Directus, aber wie gesagt, auch einen bedingten Vorsatz, ja, oder diesen Vorsatz, wie war das, ersten, zweiten Grades, sehe ich hier nicht. Heißt, das heißt, das ist ja fahrlässig passiert. Also Fahrlässigkeit. Nichtsdestotrotz ist es aber eigentlich eine Körperverletzung. Da ist ja jemand zu Schaden gekommen, ne? Also eigentlich
Eine ganz interessante Geschichte. Weil wie ist denn das, wenn ich jetzt hier bei einem normalen Verkehrsunfall zwei Fahrzeugführer bauen einen normalen Unfall, aber einer verletzt sich, weil er mit dem Kopf gegen die Scheibe schlägt, als Beispiel. Da bin ich ja auch nicht wegen einer Körperverletzung dran, oder? Das muss ich doch dann zivilrechtlich, Schadensersatz, hier, wie heißt das? Weiß gar nicht, wie das heißt, was man hier einklagen könnte. Schmerzensgeld. Würde man von der Versicherung Schmerzensgeld erhalten, oder? Ich weiß es, ich habe keine Ahnung, wirklich. Hab so einen Fall noch nicht gehabt, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ich weiß es nicht. Ja, Katastrophenterrorist, aber es ist ja im Straßenverkehr ist es ja immer so, jeder, der da, also in Deutschland ist es so, der Schwächere hat ja dann meistens immer trotzdem irgendwo recht, ja. Du musst ja, du lernst das ja in der Fahrschule. Achte drauf, dass hinter einem LKW oder einem Bus immer mal ein Kind auf die Straße laufen könnte. So eine Sache, ja. Das heißt, du musst damit rechnen. So. Das lernt man ja eigentlich. Also, deswegen sollst du ja vom Gas gehen. Ich sehe da beim PKW auch keine Fahrlässigkeit. Keine Fahrlässigkeit? Also der PKW-Fahrer hat ja den Unfall gebaut. Der PKW-Fahrer ist ja, hat ja eine Person angefahren, der aus einer Mule ausgestiegen ist. Ja. Und als Fußgänger bist du ja nicht dazu gezwungen, über einen Zebrastreifen zu laufen oder über eine Ampel. Also dadurch, dass es hier sowieso keine Ampeln gibt, aber... Aber so ganz klar ist das halt nicht, ne? Aber ich sehe hier immer noch keinen Vorsatz. Ja, also fahrlässig, ja. Und die Problematik ist tatsächlich, dass sie hier diese ganzen Geschichten mit dem, also diese Fahrlässigkeit ja auch nochmal also beziehungsweise den Vorsatz nochmal hier in diese drei Fälle unterteilen. Oder vier oder was es waren. Laut eigener Aussage hat er aber die Geschwindigkeit verlangsamt. Wird schwer, die Fahrlässigkeit nachzuweisen. Naja, was ist ein Vorsatz? Also hat er das vorsätzlich gemacht? Hat er die Person vorsätzlich, also mit Wissen, überfahren? Nein. Hat er nicht. So. Er ist um die Ecke. Guck nochmal rein. Er ist um die Ecke gefahren. Wo haben wir das hier nochmal? L. Salom. So. Das ist ja hier, Lumi ist die Tatverdächtige. So, ich bin um die Ecke gebogen. Ich habe zwei Personen gesehen, die über die Straße gehen. Ich habe erst von 50 Meilen abgebremst, als ich die zwei Personen über die Straße gehen gesehen habe. Da war ich bei ca. 30 Meilen. Dann bin ich weitergefahren mit 30 Meilen und eine dritte Person kam hinter dem Lastwagen hervor. Diesen habe ich mit ca. 15 Meilen frontal erwischt. Das heißt, sie hat schon abgebremst, also sie ist 50, hat zwei Leute gesehen, hat abgebremst, ist dann ungefähr bei 30 gewesen. Dann hat sie noch eine Person gesehen, hat dann nochmal abgebremst und war dann bei ungefähr 15 und hat ihn dann aber trotzdem getroffen, weil der Bremsweg zu kurz war. Ja? So. Habe halt gesehen, er kam raus und habe direkt abgebremst. Also sie hat ja versucht noch zu bremsen. So, das heißt, die Person hier, also
Loera Guzman hat alles versucht, um diesen Personenschaden zu verhindern. Also von 50, dann schlussendlich bei 15 Meilen pro Stunde ungefähr gelandet und hat ihn dann getroffen. Trotzdem. So, das heißt, hat sie das jetzt mit Absicht gemacht? Nein. Also bleibt er nur noch fahrlässig. Ja, also sie hätte ja damit rechnen müssen. Oder können. Und dann ist es passiert. Meiner Ansicht nach hat der Tafel sich verkehrsgerecht verhalten. Insofern ist der Fußgänger meiner Meinung nach schuld, weil er sich fahrlässig verhalten hat. Ja, aber er ist das schwächere Glied da. Also tatsächlich muss, weiß ich nicht. Also hier eine Schuldfeststellung ist hier meiner Meinung nach in beiden Fällen nicht gegeben. Ja, also beide haben eigentlich nicht Schuld. Beide haben einfach nicht aufgepasst. Und deswegen ist es zu einem Unfall passiert. Nichtsdestotrotz hätte der Autofahrer aufpassen müssen. Weil egal, also der Typ kann ja über die Straße laufen. Der Autofahrer muss halt aufpassen. Und das hat er halt in dem Moment, weil er einfach so eine kurze Phase nur Zeit hatte, halt nicht gemacht. Das heißt, Vorsatz ist hier bei keinem zu sehen. Fahrlässig bei beiden. Also der Typ passt nicht auf, dass er über die Straße geht. Ja, ist ja auch ein Verkehrsteilnehmer, ja, weil er ist ja mehr oder weniger aus dem, er war ja im fließenden Verkehr, hat ja geparkt, ist dann ausgestiegen. Das heißt, er war ja ein paar Sekunden vorher noch Verkehrsteilnehmer, steigt dann aus. Also wenn du jetzt praktisch in einer Parklücke deine Tür aufreißt, wie soll denn das ein Autofahrer sehen? Ja, dann bist du, der die Tür aufreißt, natürlich schuld, weil du in den Verkehr greifst. Und das kann man jetzt hier ja im Prinzip auch machen, aber das war ja nicht mit Absicht, sondern einfach fahrlässig, weil nicht aufgepasst. Und demnach ist das hier nicht unter Strafe zu stellen. So sehe ich das gerade. Na doch, tatsächlich steht das hier, Eska. Und zwar, jeder Verkehrsteilnehmer hat so hier aufzupassen, bla bla bla. Und sich so zu verhalten, dass er keinen anderen gefährdet. Und ein Zivilist ist tatsächlich keine Gefahr für einen Autofahrer. Also, in der Regel. Ja, sondern eher umgekehrt. Also, ich muss hier ganz ehrlich sagen, das ist eher, wenn überhaupt, ist das ein zivilrechtliches Verfahren und kein strafrechtliches Verfahren. Ich sehe hier keine Körperverletzung. Ja. Das heißt, für mich kann die Akte eigentlich geschlossen werden, weil kein Vorsatz zu sehen ist. Das müsste dann zivilrechtlich eingeklagt werden. Entweder von dem einen oder von dem anderen. Aber strafrechtlich sehe ich hier nichts. Ich sehe hier keine Körperverletzung, weil, wie gesagt, keiner hat etwas absichtlich getan und auch nicht im Ansatz absichtlich gemacht, ja, sondern einfach nur Augen zu und über die Straße gerannt und nicht damit gerechnet, dass jemand hinterm Auto hervorkommen könnte. Und er hatte, also die Frau hier mit dem Auto, die hat ja sogar die Geschwindigkeit verringert. Das heißt, sie hat ja eigentlich mehr oder weniger alles Mögliche getan, um aufzupassen. Aber wenn das so kurzfristig ist, ja, also wie gesagt, das ist meine Einstellung dazu. Und wir sehen hier jetzt auch keine anderen Aussagen, die da entgegensprechen. Ich habe gesehen, dass er geparkt hat, zumindest bin ich mir sicher, dass er das war. Ich bin über die Straße, um mir einen schwarzen Wagen anzusehen, lag er schon am Boden. Ich habe den Liter, bla bla bla. Ich habe die Straße mit einem Auto abgesperrt. Genau. Also, ich sehe hier keine Absicht. In keinen Fällen.
Entschuldigung? Ja? Wissen Sie, wo Mr. Blackwater ist? Nee. War der nicht gerade bei Ihnen? Ja, aber... Er hat sich bei mir nicht abgemeldet, ne? Ich weiß es nicht. Okay, dann suche ich ihn mal. Ich danke Ihnen. Gerne. Ja, aber dafür muss er es, nochmal, Eskar, dafür muss er es wollen. Er wollte diesen Unfall verursachen. Und das ist, was du sagst, ist fahrlässig. Das ist die Fahrlässigkeit. Es gibt ja einmal, ich will etwas, dass etwas passiert. Ja, ich will, dass es zu einem Verkehrsunfall kommt. Aber keiner von beiden wollte einen Verkehrsunfall. Das heißt, es ist einfach fahrlässig passiert. Ja, also es gibt ja nur fahrlässig oder vorsätzlich. Vorsätzlich, ich will, dass etwas passiert. Fahrlässig, ich habe nicht aufgepasst und es passiert etwas. Und deswegen kann man das hier nicht. Und das Gesetz sagt hier ganz klar, Körperverletzung kann es nur geben, wenn es mit Vorsatz passiert. Also ich nehme es wenigstens in Kauf. So, aber beide haben hier nicht den Anschein gemacht, dass sie das einfach so in Kauf nehmen. Deswegen ist das jetzt, und das werde ich jetzt auch so machen, damit ich hier auch gar kein, oder dass ihr kein BSG begangen habt, wird die Akte im Endeffekt von mir, wo habe ich mir denn hin? Wo ist denn hier? Shalom. Körperverletzung mit Gegenstand. Nach Prüfung der Aussagen und des dargelegten Sachverhaltes unter Berücksichtigung der Vorsätzlichkeit einer Straftat komme ich zu der Entscheidung, dass eine strafrechtliche Relevanz nach Prüfung unter Vorsätzlichkeit nach Prüfung unter Vorsätzlichkeit, dass eine strafrechtliche Relevanz nicht zum Tragen kommt. Akte kann geschlossen werden. So, Nachprüfung der Aussagen und des dargelegten Sachverhalts unter Berücksichtigung der Vorsätzlichkeit einer Straftat, komme ich zu der Entscheidung, dass eine strafrechtliche Relevanz nach Prüfung unter Vorsätzlichkeit nicht zum Tragen kommt. Hier handelt es sich um eine Fahrlässigkeit aller Beteiligten. Hier handelt es sich um eine Fahrlässigkeit aller beteiligten Personen. Alle beteiligten Teilnehmer. Teilnehmer. Die laut Gesetz nicht zu einer Strafverfolgung führt. So. Nach Prüfung der Aussagen unter dargelegten unter Berücksichtigung der Vorsätzlichkeit einer Straftat komme ich zu einer Entscheidung, dass eine strafrechtliche Relevanz nach Prüfung unter Vorsätzlichkeit nicht zum Tragen kommt. Hier handelt es sich um eine Fahrlässigkeit aller beteiligten Teilnehmer, die laut Gesetz nicht zu einer Strafverfolgung führt. Lies nochmal die dritte Zeile,
komme ich zu der Entscheidung, dass eine strafrechtliche Relevanz nach Prüfung unter Vorsätzlichkeit, ja, unter Berücksichtigung des Vorsatzes nicht zum Tragen kommt. Passt das besser? Komme ich zu der Entscheidung, dass eine strafrechtliche Relevanz nach Prüfung unter Berücksichtigung des Vorsatzes nicht zum Tragen kommt. Hier handelt es sich um eine Fahrlässigkeit aller beteiligten Teilnehmer, die laut Gesetz nicht zu einer Strafverfolgung führt oder führen kann. Führen kann. So. Besser? Nach Prüfung, also unter Berücksichtigung der Vorsätzlichkeit einer Strafverfolgung komme ich zu der Entscheidung, dass eine strafrechtliche Relevanz nach Prüfung unter Berücksichtigung des Vorsatzes nicht zum Tragen kommt. Hier handelt es sich um eine Fahrlässigkeit aller beteiligten Teilnehmer, die laut Gesetz nicht zu einer Strafverfolgung führen kann. Ich glaube, das passt, oder? So, welche Akte waren das jetzt hier überhaupt? Hab ich schon wieder vergessen, Alter. So. Safe. Körperverletzung mit 1707. Okay, dann haben wir nochmal die, was war das hier? Mord, das machen wir, das ist ein Riesending hier, da sind auch so viele Beteiligten irgendwie, keine Ahnung. Glaube ich, war das das? Ne, so, naja, doch, einige Zeugen hier. Der ist tot, okay. So, was hatten wir noch? 1709 hier, das war der Mord, okay. Das schreibe ich mir hierzu auf meinem Zettelchen. Mordfall, okay. Ach so, stopp mal. Da muss ich doch irgendwas rausschicken gleich. Okay, egal. Dann haben wir noch die 1691. Und die 1700. Das war jetzt auch nochmal. Das war auch eine komische Nummer hier eigentlich. Zwei Personen, Brian Watson, Darren Anderson, haben mit Jordan DeCorey auf dem He-Man Beach Club Party gesprochen. Nach einem kurzen Gespräch ging Mr. DeCorey zum Boden und beide anderen rannten davon. Brian Watson stürzte dabei vom Beach Club und verletzte sich auf den Stein. So, also. DeCorey ist das Opfer. Okay. Watson und Anderson sind Tatverdächtige. Erzählen Sie mal, wie vorgefallen ist. Was ist Chris? Nee, Brian Watson, also einer der Tatverdächtigen. Okay. Ich war mit einem Kollegen am He-Man Beach Club am Strand. Wir haben da Party gemacht. Mein Kollege dachte, er ist lustig, obwohl ich mehrfach gesagt habe, dass er es lassen soll. Doch er hat dennoch eine Dame von der Plattform ins Wasser geschubst. Er kannte die Dame anscheinend, ich jedoch nicht. Daraufhin kam die Dame aus dem Wasser zurück und rief ihren Freund an. Ich meinte währenddessen zu meinem Kollegen, dass er sich entschuldigen soll. Doch es interessierte ihn nicht. Ich habe dann mit ihm über den Vorfall gesprochen und plötzlich kam eine Person mit rotem Oberteil. Dunkelhäutig, kurze Haare und hat meinen Kollegen angeschrien. Fing dann an, auf ihn einzuschlagen. Es gab eine größere Schlägerei, doch ich wollte damit nichts zu tun haben, also ging ich ein Stück beiseite. Es kamen zwei Personen auf mich zu und diese haben mich dann trotzdem niedergeschlagen, obwohl ich damit nichts zu tun hatte. Wie heißt Ihr Kollege? Das ist der andere Tatverdächtige. Okay. Anderson Deron oder Deron Anderson. Okay. Hat der was ausgesagt? Keine Aussage mehr? Okay. Deron Anderson. Ist der schon irgendwie? Nein. Okay. Garcia Fabiano. Der Herr in Rot hat hier normal gefeiert. Wer war denn in Rot? Er war in Rot, oder was? Als zwei Herren auf ihn zusammen. Der Herr in Rot hat hier normal gefeiert. Als zwei Herren auf ihn zusammen.
Herr in Rot hat hier normal gefeiert, als zwei Herren auf ihn zusammen. Eine Person in weißen Pulli. Diese haben den Herrn in Rot angesprochen und zur Seite genommen. Als die Person in Rot zu Boden ging, sind die zwei davongelaufen. Einer stürzte dabei vom Beachclub auf die Steine. So, das ist das eigentliche Opfer. Ich habe mit zwei Leuten gesprochen. Beide hatten einen Cap rückwärts auf. Die waren dunkelhäutig. Dunkles Oberteil, einer hatte helle und der andere eine schwarze. Dunkles Oberteil, einer hatte eine helle und eine andere eine schwarze Cap wahrscheinlich. Ich habe mit denen geredet und dann haben die angefangen zu schlagen. Kann mich an nichts mehr erinnern, außer als ich aufgewacht bin. Es gab eigentlich keinen Grund, es wurde niemand beleidigt oder so. Keine Ahnung. Da habe ich jetzt... Okay, dann laden wir den, wie heißt der hier? Deron Anderson. Akte 1700. Deron Anderson. So, dann kriegt ihr eine Vorladung. Wie war denn das jetzt hier? So? So? Keiner hat irgendwas gemacht. Ja, so in etwa. Genau. So. E-Mail verfassen. Betreff eingeben. Vorladung. FA. 1700. Deron Anderson. Bitte erscheinen Sie am, keine Ahnung, Montag? Montag, den 15, 16, 17, oder? 17. 1. Fordern nachzukommen. Das war mal. Speichern. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Zack. 1700. Deron Anderson per E-Mail vorgeladen zum 17.01.2022. Was habe ich? Ach, habe ich eine Uhrzeit reingeschrieben? Uhr. Gerade noch mal nachgucken, habe ich da eine Uhrzeit reingeschrieben? Wo waren das jetzt hier? Nee, hier. Hören wir noch mal. Vorladung. Fallakte. FA 1700. Hup. 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 Speichern. Deron Anderson.
jetzt. So, wir können ihn ja mal gucken anzurufen, ne? Dann kriegen wir das vielleicht gleich raus. Das heißt gelb? Gangmember oder sowas. Kategorie Dangerous. Ah ja. 382. Das ist die gleiche Nummer. Okay. So. Haben wir soweit? Wie war denn das jetzt? Sekunde mal kurz. Einstellungsbeschluss. Glaube ich, muss ich machen. Wo waren das jetzt hier? Die OG, Judge, glaube ich. Vorlagen. Einstellungsbeschluss. Status. Vollstreckt oder erledigt? Strafsache gegen Sixt. Wer war das? Muss ich mal in meinem Aktensystem nochmal nachgucken. Ich habe jetzt keine Lust darüber zu switchen wieder. Dokumente. Das war Fallakte 1707. Tatverdächtige. Lumi, hoch hier. Lumi Guzman. So. Guzman Lo. Luera. Geboren weiß ich nicht, keine Ahnung. Wohnhaft. San Andreas. Wegen der, was war der Vorwurf? Inelcourt. Bei uns. Nein, so, jetzt muss ich hier nochmal gucken, was war das? 41, wegen. Körperverletzung. Paragraph 41 Absatz 2. Stellt das jemand das Verfahren gegen. Lumi? Jetzt müssen wir nochmal gucken. Lumi. Ja. Einfügen, ja.
nachfolgender. Keine Auflage. Absatz 1 B. Begründung. Da die Staatsanwaltschaft vernünftige Zweifel an der Strafbarkeit hat, ist das Verfahren nach Maßgabe des Paragraphen 17 Absatz 1 Satz B Law Enforcement Codes entsprechend einzustellen. So, heute ist der 15.01.2022. Veröffentlichen. So, jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal eine E-Mail an die schreiben. Auch nochmal. Alter Schwede, das ist ein Hin und Her, eine Informationsflut. So, Empfänger. War deren E-Mail-Adresse? Ja. So, Betreff. Sehr geehrte Lumi, Luera Gutzmann. Ich bin immer darüber, dass die Ermittlungen in dem Fall der oben genannten Aktenzeichen betrifft. Nee. Fallakte FA 17. 1707
eingestellt worden sind. Speichern. Strafrechtlichen. In dem Fall mit dem Umgang. Genau. So, oder? Das müsste passen. Nein. Hier muss ich irgendwo drücken. Senden. So. Dann gehen wir hier nochmal rein. Alter Schwede. 1707. Einstellungsbeschluss. Plus an Lumi Loera Guzman per E-Mail verschickt. So. Okay, dann haben wir den Fall fertig. 17.9 vorgeladen. Geladen. Dann gucken wir uns jetzt nochmal die 1691 an. 1691. Unbekannt, unbekannt. Das ist immer. Oha. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Was ist denn das hier? Das war die Geschichte mit den. Das gucke ich mir aber dann auch irgendwann mal an. Das ist ja hier. Am Abend des 5.1. ging ein Anruf über Schüsse am Davis Lucky Placker auf dem 911 sofort fuhr mehrere Streifen des BPD Einsatzort an. Angekommen am Einsatz war die Lage sehr chaotisch. Es waren 15 Personen vor Ort, von denen 3 verletzt waren. Das LSPD macht sich einen Überblick über die Situation und leistet erste Hilfe. Chief Shawcross wurde aus ihrer Bereitschaft geholt und fuhr den Einsatz Ort seitens LSMD an. 3 verletzte Personen wurden ins LSMD verbracht. Die Personalien der Zeugen wurden aufgenommen. Durch einige Aussagen von Zeugen ohne Belehrung konnte das Tatfahrzeug auf einen schwarzen Esperanto eingegrenzt werden. Ja, super. Eine Person in die Personalie und während des Einsatzes begann die Person die Flucht anzutreten, wurde Commander Kristen gestellt. Wir begleiteten noch LSMI und nahmen die Personalien und Verletzten auf. Alter, das wird ein Hardcore-Fall. Muss ich ja mal sagen, oder? Das wird echt ein heftiger Fall. 15 Aussagen. Was ist das denn, Alter? Schusswunde in der Brust. Also eigentlich haben wir hier gar nichts drin. Ja, bis auf irgendwelche Namen, die aufgenommen worden sind, ist hier nichts passiert. Warum wurden denn nicht schon die ersten Aussagen aufgenommen? Guckt euch mal an, wann das hier passiert ist. Am 5.1., Alter. Vor 10 Tagen. Und wir haben noch nicht mal Aussagen. Das ist das, was ich meine. Das, also wie gesagt, sorry, verstehe ich nicht. Noch nicht eine einzige Aussage außer von den PD-Lern, die da hingefahren sind und erste Hilfe geleistet haben. Das war's. Da sind doch Leute. Da waren doch Leute. Warum wurden da nicht schon Aussagen aufgenommen? Krass.
Einfach krass. Logan Anderson? Hatten wir den nicht gerade? Nee, Deron Anderson. Puh, okay. Ja, dieses mit, keiner hat irgendwas gesehen, das ist ja ganz häufig so, vor allen Dingen, wenn es irgendwie um Gangleute geht oder so. Dann hat man sowas doch ganz häufig. Mal frischen Kaffee aufsetzen hier. So, dann gehen wir mal raus. Reicht. Na Bent. Und schönen Feierabend. Ach, machen Feierabend? Ja. Alles Gute. Okay. Meistens sind Verletzte einfach nur gestolpert. Die Massenstolpereien in das Haus sind legendär. Ja. Erstens das. Ich bin dann auf ein Messer gefallen, was denn dort lag. So, dann gehen wir mal einen rauchen. So, rauchen wir mal eine. Mal gucken, ob hier noch was geht heute oder nicht. Können wir mal gucken, was hier auf Blitter so steht. Steht hier überhaupt irgendwas? Vertrauen ist gut, Anwalt ist besser. Scuba Diving. Schnupperkurs. Hm. 50 Dollar. Das ist aber günstig. Ich habe damals deutlich mehr bezahlt, als ich meinen ersten Kurs genommen habe. Oh. Die Titi-Bar hat offen. Was ist das denn für eine Tür, Alter? Das ist ja mal geil. Jetzt muss ich echt nochmal gucken. Wo ist dieser scheiß Legion Square? Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus, Alter. Legion Square. Grove Street 9.
eigentlich der Stadtteil ist doch der Legion Square, oder? Las Lagunas, Power Street. Der Stadtpark müsste doch eigentlich. Warte mal kurz, der Stadtpark ist doch hier irgendwo. Alter Street? Das hier nicht der Würfelpark? Irgendwo hier ist doch der Würfelpark. Das ist doch... Irgendwo muss doch hier die scheiß Straße sein, Alter. Find sie einfach nicht. Aber gut, irgendwo, glaube ich, es muss ja hier irgendwo... Vielleicht ist das hier irgendwo eine von diesen kleinen Dingern hier. Nee. Das ist das hier. Hier so eine Querstraße, ich weiß es nicht. Da, wo Downtown steht, der Würfelpark. Gut, ja, habe ich ja gerade gesagt. Irgendwo, aber steht halt hier nicht auf der Karte drauf. Gut. Ich glaube, das könnte der sein. Aber gut, scheiß drauf. Nicht so wichtig. Erstmal eine obligatorische Zigarette von Shalom, ne? So, jetzt muss ich gerade noch mal was gucken. Gib mir eine Sekunde, bitte. So. Gucken, was gerade auf dem Server überhaupt noch los ist. Oh ja, geht so. Geht so, ne? Dum, 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 dum. Gerade nochmal die Faltakten an. War doch eine gerade was, irgendwas mit Drogenherstellung, irgendwas, habe ich doch da gelesen. Herstellung von BTM. Im privaten Barkeeper Riley, ein Herr im weißen Sakko kam dazu, drängte sich in die Unterhaltung und bietete einen Brownie an, welcher wohl mit einem besonderen Kakaopulver hergestellt wurde. Ah ja. Kölner Tat hat mich. A99. Wer ist denn A99? Aiden
Hovering. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Der Fahrer wurde als Fabiano Garcia identifiziert. Fabiano wurde durch das Echo. Gesamtstrafmaß 550. Was? Dollar oder Hafteinheiten? Ah ja. 100 Dollar, 350. 450, hä? Also hier, 350, 450, 550 Dollar. Okay. Okay, jetzt mal ganz kurz gucken. 1691, das war diese unglaublich, diese 15 Zeugen oder was es da sein sollen. Zugang zum, für die Personalakten habe ich auch noch nicht. Naja, gut. Können wir mal runtergehen. Mal gucken, ob unten irgendwas abgeht. Können wir da überhaupt rein? Das ist gar nicht. Können wir mal ausprobieren, ne? Wenn die Zellen kommen. Kann ich denn hier nichts machen? Meine Fahrstuhl nicht benutzen, oder was? Muss erst den Aufzug rufen. Er ist doch schon da, Alter. Der ist doch schon da. Der ist doch schon da. Ich rufe. Aufzug. Ah ja, okay. Basement. Parking. Gehen wir ins Basement. Okay. Das juckt mich nicht. Warte, überlegen, wo war denn das hier? Komm gar nicht rein. Das waren die Verhörräume, okay. Okay. Keiner da. So, wo bin ich jetzt hergekommen? Scheiße. Warte mal kurz. Das Ding haben wir hier irgendwo gesehen. Nee. Okay, Fahrstuhl. Ich muss hier raus. Achso. Die Geschichte mit den Fahrstühlen an sich finde ich ganz gut. Ja, aber ich muss ja sagen, hier unten bei den
im Zellenbereich, man hätte da an die Türen da so, weiß ich nicht, Schilder ranmachen können, damit man weiß, wo man ist. Weil sie halt alle gleich aussehen. Das ist ja... sehr gruselig. Da keiner mehr da, oder was? Na gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal ein bisschen rum. Gucken wir mal die Stadt an. Die Stadt sicher machen, ne? Ja, Geld bei? $11.51. Meine Fresse ist schon am Arm. So, nochmal Zigarette rauchen, ne? Heute ist wieder so ein Tag, der sehr, sehr ruhig ist, oder? Also, RP-mäßig gar nichts. Niente, nada. Also man könnte sich jetzt hier mit sich selbst beschäftigen und sich an die Akte ransetzen, aber das ist ja genau das, was ich ja nicht will. Ja, das ist ja... das ist ja genau das, was ich eigentlich nicht will. So, in meinem Auto darf man rauchen. Obwohl, wir können ja mal... mal dahin fahren. Mal gucken, ne? Ich kann mal im Hintergrund die Musik anmachen, dann ist das nicht ganz so monoton. Ja, aber das sind halt so eine Sachen. Also wenn man da so eine Akte hat, jetzt wie diese 1691 mit 15 Zeugen, warum wurden da nicht schon mal 2, 3 aufgenommen? Und die Akte ist vom 5. Also auch wieder, wie gesagt, 10, technisch gesehen 11 Tage jetzt her. So, was mache ich jetzt? Ich gucke gerade mal so ein bisschen, wo das Bahama Mamas war. Das war hier irgendwo hier hinten war das. Ah, da.
Aber ist auch schon Totenstille. Okay. Dann fahren wir mal dahin. Vor allem unter welchen Kaffeetasse lag die Akte die ganze Zeit rum. Gemacht wurde ja anscheinend nichts damit. Nee, deswegen sag ich ja also. Wie gesagt, ich kann es halt nicht ganz nachvollziehen, warum sowas nicht immer sofort gemacht wird. Gleich an Ort und Stelle, ja. Zack, Leute vorladen, kommen Sie mit, ja. Wir haben hier ein Verhör, wir wollen Sie vernehmen, bla, blub, ja. Zieh Hosen aus, mach dich nackig, kleine Sau, ja. Aber nee, irgendwie wird das immer auf dem Aktenstapel gepackt, da wird sich ja schon irgendein Esel drum kümmern. Das ist es ja, also wie gesagt, für mich nicht nachvollziehbar. Also nicht wirklich auf jeden Fall. Vielleicht steckt da ja irgendwas hinter, weiß ich nicht. Irgendeine Strategie, aber auf jeden Fall geht sie bei mir, leuchtet auf jeden Fall nichts auf. So. So, dann machen wir uns noch mal eine lange Zigarette an, ne? Ja, mal ein bisschen spazieren hier. Gucken wir mal. Ich bin mal raus für heute. Viel Spaß noch. Katastrophenrisch, vielen lieben Dank, dass du da warst. Schlaf gut. Oder viel Spaß bei dem, was du halt noch machst. Je nachdem. Und bis die Tage vielleicht. Wieder Bock hast. Hau rein. Strategie, meine taktische Eingreiftruppe hat in der Küche was zum Essen gefunden. Ich gehe dann mal zur Einsatznachbesprechung. Ja, dann hau rein, SK. Ja, lass dir gut schmecken. Und vielleicht bis später. Ansonsten, ich kenne das manchmal.
Ich habe die Ananas gemacht. Wer kann sich denken, was es ist? Pizza Hawaii. Oder irgendwie sowas. Oder irgendwie so ein Hawaii-Toast oder wie die Dinger sich nennen. Irgendwas Warmes, wo eine Ananas drauf kommt. Oder Calzone Hawaii oder keine Ahnung, was es da alles gibt. Oder die Frau heißt Anna. Naja gut, um die Uhrzeit darf man auch schon mal zweideutig denken, ne? Ich glaube, spricht jetzt erstmal so nichts dagegen. Oder ganz normal Ananas. Obwohl nur Ananas jetzt zum Abend, weiß ich nicht, so viel Säure für meinen Magen nicht ganz so gut. Nur Ananas? Echt, ja? Okay. Könnte ich jetzt, glaube ich, nicht. Wäre mir zu viel, dadurch, dass die so viel Säure hat. Aber gut, wie gesagt, lass es dir schmecken. Hauptsache, du hast eine gute erwischt. Das ist eine richtige Ananas, nichts aus der Dose oder so. Ja, aber auch die können halt, ne? Die aus der Dose sind ja meistens so gezuckert oder irgendwie sowas. Okay, aber hier ist auch wenig los. Ja. Klimafreundliche Lieferung, meinst du? Am besten noch per Flugzeug. Mangos. So eine Flugmango. Die je nach Qualität bis zu 5 Euro kosten kann. Ein so ein Ding. Ich hatte gerade Krakensalat. Was ist ein Krakensalat? Was ist ein Krakensalat? Oktopus drin oder was? Selbst essen die fleißig Gemüse, das mit Dieseltraktoren gesät und geerntet wird. Immer diese Heuchler. Ja, wie gesagt, ich halte mich da raus. Das ist, soll jeder machen und denken, wie er will. Ja. Also so eine Art Tintenfischkraken, alles drum und dran. Okay. Ja, habe ich echt nicht gesehen. Ohne Licht. Natürlich schwierig, ja.
guten Tintenfisch im freien Handel zu bekommen, ist nicht so einfach. Also ich habe tatsächlich einen sehr guten Fischhändler auf dem Wochenmarkt. Der hat teilweise richtige Kuriositäten, aber da frage ich mich auch nicht, wo die dann herkommen. Ne? Wegen Anlieferung und sowas. Also Papageienfische und so ein Ding habe ich da auch schon alles gesehen. Und so eine Steinbeißer. Heißen die Steinbeißer? Ich weiß es gar nicht. Mal probiert und der nächste wird halt selber gemacht. Kleiner Topf war da bei 5 Euro 150 Gramm oder so. Okay. Also ich sage immer, wenn die Qualität stimmt, weißt du, dann guckt man da auch nicht so auf den Preis. Am Ende muss es einfach einem schmecken. Und dann ist alles gut. So, aber ich glaube, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es wird hier nichts mehr Großartiges passieren. Für die Nummer, glaube ich, stellen wir es mal kurz hier draußen hin. Stummel noch wegwerfen hier, ja. Ich finde, es sind gute Kartoffeln zu finden. Die Qualität ist so unterschiedlich. Das ist so eine Katastrophe. Ja. Also ich habe letztens auch vom Wochenmarkt, ich weiß, wie heißen die? Drei, so eine ganz kleinen Kartoffeln. Drillinge heißen die, glaube ich. Ich glaube Drillinge. Die sind lecker. Ich mache die einfach im Backofen Rosmarinkartoffeln. Selber. Wollen sie raus? So, gut, würde sagen, viel gute Nahrung, die frisch ist, schwer zu bekommen, zumindest in Deutschland, finde ich. Ja, man muss halt einen guten Wochenmarkt haben. Da sind die Sachen halt auch noch nicht so verpackt, ja, das heißt, man kann sie sich angucken und so weiter, ja. Und, ja, so wie früher halt, ne, frisch kaufen. Manchmal regional, wenn nicht, ja, ich meine, es gibt ja auch Wochenmärkte, da kommen die halt überregional an, die Waren. Manchmal habe ich das Gefühl, die sitzen auch nur in dem Büro rum, Alter. Das ist echt mal so eine Führungsetage, wie man sie sich vorstellt, ne? Gar nicht so einen auf dicke Hose machen, sondern das, wofür sie eigentlich da sind. Es gab letztens gerade erstmal irgendwie einen Bericht, den ich gesehen habe. Polnische Erzeugnisse sollen unglaublich schlecht sein aktuell. Warum auch immer. Aber auf dem Wochenmarkt kann man halt auch immer wieder mal probieren, ne? Wenn man möchte. Das ist halt so der Vorteil. Und dann weiß man eigentlich auch, was man da für Ware bekommt. Was ich letztens hatte, und das wird jetzt natürlich auch nicht gut in so eine Ökobilanz passen, Weintrauben aus Peru. Ja, so grüne. Unglaublich. Ich mag die ja, wenn die so knackig sind. Unglaublich lecker.
kosten allerdings natürlich dann auch so ein bisschen, ja. Die ganze Zeit hier leider leidet halt viel noch unter der Flutkatastrophe. Frische Möglichkeit in der Region hier. Ja. Okay. Ja gut, aber das ist ja dann wirklich nur regional bei dir dann so. Aber wenn man so die Möglichkeit hat, einfach, weiß ich nicht, eine Ortschaft weiter oder so. Je nachdem, wie weit es natürlich entfernt ist. Da sich jetzt 3 Stunden ins Auto zu setzen, um auf den Wochenmarkt zu kommen, macht natürlich jetzt auch keinen Sinn. So, ja gut, halten wir fest, heute auch wieder sehr dünn, sehr wenig, gegen null, leider Gottes. Und ja. Ja, wie kann man denn nur auf den Wochenmarkt gehen? Da verfährt man doch Sprit. Wieso? Man kann da auch mit dem Fahrrad hinfahren. Wenn du frisch kaufst, ja, kaufst du mal eine Curry King oder wie das heißt. Willst nicht wissen, was drin ist. Ja, gut, aber ich weiß nicht. Was halt auch auffällig ist, sind so Metzger und so, ja? Also. Gibt's halt immer weniger. Ja, also richtig gute Metzger. So, mit O. Okay, Freunde der Nacht. Wir gehen in den Feierabend. Wirklich nicht viel passiert heute. Die Akten angeguckt, ja, aber wie gesagt, prinzipiell bin ich da kein Freund von. Das ist ja kein RP. Ja, also für mich nicht. Hopp. Metzger muss mal wieder Dry Age Steak bestellen. Ja. Auch was Geiles. Schauen die erstmal noch, damit wir morgen nicht so einen Hunger haben. Und zum Schlafen gehen. Ne? Zum Schlafen gehen nochmal eine Pommes reinziehen. Auch immer gut. Auch richtig fett wird. So. Aufschließen. Kippen rein. Wie heißt das T-Bone Steak aus Italien? So um die 2 Kilo und kostet 100 Euro. Da hätte ich so Bock drauf. Echt? Hab neulich die Pommes in der Pfanne machen wollen. Ah ja. Okay. Ja. Warum nicht? So, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da ja schon irgendwas. Vielleicht ist das so eine Heißluftpfanne oder irgendwie so. Ne? Dann ist das natürlich möglich. Aber gut, Freunde. Ich sage, wir machen heute mal einen Break. Für heute. Tut mir leid, dass ich euch nicht mehr zeigen konnte. War heute wieder sehr dünn, was RP angeht. Morgen haben wir noch einen Tag. Danach gibt's, da werde ich mich entscheiden, was ich wirklich machen werde. Ob ich da überhaupt Bock habe drauf, großartig in dieser Richtung weiterzumachen. Müssen wir mal gucken. Und ansonsten muss dir nicht leid tun.
kannst du nichts für. Ja, wie gesagt, es tut mir trotzdem leid, weil ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen von einem Shalom, ne? In Rage vielleicht auch mal wieder. Aber gut. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern. Poison, vielen, vielen lieben Dank für deine obligatorischen 69 Bits. Wirst du noch sprechen mit dem Team? Ich überlege es mir, SK. Die Frage ist, ob es wirklich was bringt. Weil auf der anderen Seite sehe ich halt ja auch keine. Also, was würde das in der Konsequenz bedeuten? Ja, in der Konsequenz würde das bedeuten, dass man hier auch wieder Wochen, Monate lang warten muss, bis etwas passiert, bis die Umsetzung vonstatten gegangen ist. Und das ist halt immer so die Frage. Habe ich da noch Bock drauf oder halt nicht? Ja, muss ich halt ehrlich sein und auch ehrlich sagen, ob da meine Motivation ist. Ich habe aber einen guten Draht zum Team, ja, weil ich die eigentlich aus dem Team ganz gut, also ich mag die. Ja, ich habe nie irgendwie was Negatives oder kann irgendwas Negatives über die Leute im Team von damals sagen. Die neuen, die ich nicht kenne, kann ich natürlich nicht so sagen. Die haben eigentlich immer auch ein offenes Ohr gehabt und aber es ist halt die Frage, ja, also tue ich es mir halt nochmal an oder halt nicht. Ja, muss ich ganz ehrlich sein, da geht halt viel Energie verloren und ja, in der Konsequenz bedeutet das, dass man eine Chance gibt, etwas zu ändern. Ja, natürlich, aber ey, ganz ehrlich, kostet für mich ja auch viel Zeit und so weiter. Ich sehe gerade halt Anwälte nicht willkommen, Steine in den Weg gelegt und so weiter und so weiter. Ja, also, ich halte euch auf den Laufenden spätestens morgen. Ja, ich würde euch sagen, ich raide euch jetzt weiter zu Tim Kalation, heißt er. Lasst mal einen lieben Gruß da, haut rein, bis die Tage und bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao.